Ich möchte mal auf ein ganz besonderes Thema eingehen. Die meisten von euch wissen ja, dass ich seit längerem schon nicht mehr in den gängigen Foren unterwegs bin. Ich habe meine Konten dort schließen, sperren lassen. Gemeint ist hier Gunforum und Waffen Online. Aktuell, brandaktuell, geht es um ein Thema im Gunforum aber, auf das ich gerne mal hier über Video reagieren möchte. Und zwar, es geht um einen Beitrag, der ursprünglich von Katja Triebel dort gepostet wurde, und zwar für die Sammlung von Spendengeldern für die Sammelklagen der GRA. Ich poste euch den Link zu dem Faden unten, der ist mittlerweile 23 Seiten lang und enthält, ja, forentypisch, Gunforum-typisch, thementypisch, ziemlich viel Bullshit. Ich muss hier aber dem einen oder anderen tatsächlich in etwas zustimmen und möchte auf ein ganz elementares Thema bzw. Problem, das in meinen Augen dort vorhanden ist, nicht in dem Forum, sondern bei dem Thema, aufmerksam machen. Es geht um Folgendes. Wenn jemand hingeht und um Spenden bittet in einem Forum oder in mehreren Foren, und in diesem Fall ist das in mehreren Foren der Fall gewesen, und die Rückfragen kommen aus beiden Foren, in dem Moment Waffen Online und Gunforum, wie denn eigentlich der Status der Sammelklagen ist. Wenn man sich dann anhören muss, und bitte nicht falsch verstehen, das ist jetzt keine Kritik an Katja Triebel, sondern an dem System. Wenn man dann hingeht und nicht mehr dort vorbeischaut und auf die entsprechenden Fragen und Bitten der Foristi reagiert, wie denn der Status ist, was eine berechtigte Frage ist, insbesondere dann, wenn diese Foren-Teilnehmer oder Foristi auch gespendet haben. Wenn da keine Reaktionen dann kommen, wird Unmut stark und die Diskussion entgleisen in der Regel. Und das ist gerade hier typisch. Es gibt immer, und das ist ein Grundsatzproblem, es gibt immer Befürworter und Bestreiter. Gibt es immer. Ich bin auch kein Riesenfan der GAA, ich bin kein Fan des FWR, ich bin kein Fan der FVLW. Aber wenn ich, und ich habe auch für diese Sammelklage gespendet, wenn ich hingehe und wie gesagt in einem Forum etwas schreibe und um etwas bitte, dann ist es das Mindeste, darauf zu reagieren. Wenn sich dann die Foristi auch noch durchlesen müssen oder anhören müssen virtuell, dass man ja nicht in allen Foren unterwegs sein kann und deswegen keine Antworten kommen, dann ist das in meinen Augen genau falsch. Tut mir leid, liebe Katja. Die meisten von euch wissen ja, dass es gesundheitlich bei Katja nicht ganz so prall aussieht. Sie hat ihren Laden, sie hat die GRA, sie hat noch andere Projekte, Initiativen, in denen sie unterwegs ist, und halt die gesundheitliche Situation. Die GRA ist keine One-Man-Show oder One-Woman-Show namens Katja Triebel, sondern es gibt ein Präsidium, es gibt eine Vereinsführung, wenn man es so will. Man hat den Olli Huber, man hat den Ron Siderius, man hat die Katja Triebel und wen es dann noch so alles gibt. Aber komischerweise, in der Öffentlichkeit wahrnehmen tut man eigentlich nur Katja. Würde man nicht erwarten, dass im Zuge von Teamarbeit, wenn jemand gesundheitlich angeschlagen ist und nicht die Zeit und Energie in das Thema rein investieren kann, dass die anderen vielleicht reinspringen und hier auch mal helfen. Das sollte eigentlich das Mindeste sein. Es kann nicht sein, dass Katja hier alleine kämpft. Das geht einfach nicht. Und das zeigt auch das Grundproblem einer GRA. Die zweite Schwierigkeit hier ist ganz einfach, und jetzt wird sie mich persönlich für mich, denn ich wurde dort erwähnt. Und zwar geht es los von Goose, gefolgt von Schwarzer Mann. Wo ist Marki? Dann wo ist Glump? Das bin Icke. Wo ist Leonardo? Wo ist C. Zettler? Allein nur diese vier, Marki, Glump, Leonardi und C. Zettler, sind alles eigentlich altgediente Foristi aus diesem Forum, die dem Forum und den Personen dort letzten Endes den Rücken gekehrt haben. Und das ist eigentlich relativ einfach zu erklären, weil die Diskussionskultur dort in diesem Forum ist unter aller Würde. Es wird nicht moderiert, es wird nicht eingegriffen nennenswert. Man lässt den Diskussionen freien Lauf, redet sich damit raus, dass man ja nicht den ganzen Tag online sein kann. Was zwar stimmt, aber trotzdem hat man da irgendwo eine gewisse Verantwortung. So, und wenn dann diese Diskussionen dann immer wieder ins Persönliche übergehen und persönliche Übergriffe sind, persönliche Angriffe stattfinden, dann irgendwann mal haben diverse Teilnehmer die Schnauze voll und sie gehen. Dieses Forum fristet letzten Endes sein Dasein, hat eigentlich kaum noch
in meinen Augen tatsächlich aktive Teilnehmer da drin, bis auf eine Handvoll, wovon der ein oder andere ein absoluter Hardliner ist. Sehr schön von Pepone ist dann hier halt, und sie alle und noch einige mehr, und das stimmt ja auch, haben hier eine schmerzliche Lücke hinterlassen. Das ehrt, aber diese Lücke kommt leider Gottes nicht von ungefähr. Es ist die Diskussionskultur, wie schon erwähnt, unter den Foristi, unter den Waffenbesitzern, die diese Diskussionsforen immer schwieriger machen. Und zwar, sie gehen so weit, dass sie zu einer tatsächlichen Belastung werden können. Und das verstehen diese Hardliner nicht. Einer davon ist hier Captain Cat, ist ja auch richtig so, womit ja nicht gesagt ist, dass es umgekehrt nicht genauso war, auf den Spruch, da fehlen so einige, denen das Angemaule auf den Sack ging. Das ist vollkommen richtig. Ich meine, wir alle haben irgendwo eine Diskussionskultur und die war teilweise wirklich unter aller Würde. Aber das, was dort teilweise gelaufen ist, war nicht schön. Wir sehen aber hier auch in diversen Kommentaren, ich erspare mir jetzt hier alles wiederzugeben, was hier drinnen steht, aber man muss ganz klar sagen, und da stimme ich zu, wenn du etwas von der GRA willst, wer auch immer, dann frag die GRA. In dem Forum, wenn ich dort diese Fragen platziere, im Regelfall mit dem Wissen, dass dort keine Antwort kommen wird, dann schüre ich einfach nur böses Blut. Ich gieße Öl ins Feuer, was wir eigentlich nicht gebrauchen können, denn wir möchten eigentlich nach Möglichkeit zusammenarbeiten. Wie gesagt, ich sehe tatsächlich ein strukturelles Problem in der Führung der GRA, dass man nach außen hin die gesamte Kommunikation auf Katja abwälzt. Und das ist eine Belastung, insbesondere wenn man halt ihren Zustand betrachtet. Sie ist wohl auf dem Weg der Besserung, hoffe ich jedenfalls. Dir auf jeden Fall alles Gute, Katja. Aber ich würde eigentlich erwarten, dass jemand, der so medienaffin wie Olli Huber ist, dass er sich dort vielleicht einbringen sollte. Und jemand, der anscheinend über Monate hinweg nur für sein ominöses Buch Werbung gemacht hat in den Foren und damit seinem Wissen geglänzt haben will, namens Ron Siderius oder wie er auch geheißen hat, keine Ahnung. Ich verstehe nicht, warum ihr dann nicht hier in die Bresche springt und einfach zumindest mal einen Status gebt. Ich kann jedem nur empfehlen, der eine Aktion wie eine Spendenaktion ins Leben ruft, auch zu informieren. Und zwar dort, wo ich um etwas bitte, dort, wo ich Informationen platziere, auch regelmäßig reinzugucken und darauf zu reagieren. Denn wenn man das nicht tut, passiert genau das, was aktuell Waffen Online wie auch Gunforum passiert, nämlich die Berichte und die Diskussionen gehen ins Bodenlose rein, sie gehen ins Persönliche rein, sie werden schädlich für alle IGs. Und das ist etwas, was wir definitiv nicht gebrauchen können. In diesem Sinne.